Sind Professor Trelawneys Vorhersagen eigentlich immer richtig? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Sybil Trelawney und ihre Rolle als Seherin sprechen. Je nachdem, wie man es betrachtet, ist Sybil Trelawney eine der besten Seherinnen ihrer Zeit. Und sie ist tatsächlich diejenige, die das Schicksal der Welt richtig vorausgesagt hat. Aber auch wenn sie das Schicksal des Auserwählten und der Welt richtig vorausgesagt hat, scheint Trelawney trotzdem einen schlechten Ruf zu haben. Und man braucht nur einen kurzen Blick auf sie zu werfen, um zu sehen, warum. Mit krausigem Haar, einer uralten verstaubten Handtasche und einer Brille, die so dick ist wie eine Flasche, macht Professor Trelawney nicht gerade den Eindruck, als könne sie viel sehen, geschweige denn in die Zukunft blicken. Es mag dich überraschen, aber diese bescheidene Wahrsageprofessorin von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei hat Dutzende von Vorhersagen und Prophezeiungen richtig vorausgesehen. Und heute werden wir auf die meisten davon einen Blick werfen. Während sie neben Albus Dumbledore saß, sah Trelawney die Zukunft und das Schicksal von Lord Voldemort heraus. Die Prophezeiung lautet wie folgt: Derjenige, der die Macht hat, den dunklen Lord zu besiegen, naht. Geboren von denen, die sich ihm dreimal widersetzt haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als seinesgleichen bezeichnen. Aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und beide müssen durch die Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, solange der andere überlebt. Für die meisten Leute war dies eine offensichtliche Vorahnung über Harry Potter und Tom Riddle. Der im Juli 1980 geborene Harry Potter war derjenige, der die Macht hatte, den dunklen Lord zu besiegen. Und als Lord Voldemort davon erfuhr, verschwendete er natürlich keine Zeit. Er reiste verzweifelt zum Haus der Potters, richtete seinen Zauberstab auf Harry und sprach einen Zauberspruch, um das Leben des Kindes zu beenden. Aber es ging nach hinten los. Später bemerkte Dumbledore, dass es Voldemorts eigenes Handeln war, sein eigener Tötungsfluch, der sein Verderben bedeutete. Und es bedeutet außerdem, dass wenn der dunkle Lord gar nichts getan hätte, die Prophezeiung vielleicht gar nicht wahr geworden wäre. Als Harry heranwuchs und schließlich in Hogwarts eingeschrieben wurde, geriet diese Prophezeiung noch mehr ins Wanken, da im siebten Monat jenen Jahres ein weiteres Kind geboren wurde, Neville Longbottom. Auch er hätte derjenige sein können, der Voldemorts Leben beendet, da er die Voraussetzung erfüllte, die Trelawneys Prophezeiung vorhersagte. Aber während er über die Möglichkeit nachdachte, dass Neville der Auserwählte sein könnte, sagte Dumbledore nur, dass Voldemorts eigene Handlung über die Prophezeiung entschieden und am Ende entschied sich Voldemort, Harry anzugreifen, was bedeutete, dass Harry derjenige sein würde, der die Prophezeiung erfüllt. Anfang 1980 arbeitete Trelawney fortan Vollzeit in Hogwarts. Während ihrer Zeit dort staunten alle Schüler über ihre Fähigkeit, die Zukunft scheinbar nicht vorhersagen zu können und die Dinge im Allgemeinen schlecht wahrzunehmen. Doch 1994 machte sie eine weitere bemerkenswerte Prophezeiung. Mitten in einer Vorlesung wurde Trelawneys Körper von einer Welle von Visionen heimgesucht und ihre Stimme veränderte sich. Fast so, als ob es eine andere Stimme wäre. Wie ein Gefäß für die Zukunft verkündete Trelawney den versammelten Drittklässlern lautstark, was sie sah. Es wird heute Nacht geschehen. Der dunkle Lord liegt allein und ohne Freunde da, verlassen von seinen Anhängern. Sein Diener ist seit 12 Jahren angekettet. Heute Nacht, vor Mitternacht, wird der Diener ausbrechen und sich auf den Weg machen, um zu seinem Herrn zurückzukehren. Der dunkle Herrscher wird mit Hilfe seines Dieners wieder auferstehen, größer und furchtbarer als er jemals war. Es ging natürlich um das ehemalige Mitglied des Orden des Phönix und den heimlichen Todesser Peter Pettigrew. Nicht lange nach Trelawneys erschreckender Vision hörte Peter Pettigrew auf, sich in der Gestalt von Ron Weasleys Haustier Krätze zu verstecken und offenbarte, wer er wirklich war. Wenn wir den Rest von Professor Trelawneys Weissagungen der Zukunft durchkämmen, ist es schwer, viel von Bedeutung zu finden. Selbst Albus Dumbledore schien es regelmäßig zu genießen, Trelawney zu necken und machte sich sogar über ihre Fähigkeiten lustig, wenn er mit Harry und anderen Schülern über sie sprach. Außer ihrer großen Prophezeiung über Harry und Voldemort und ihrer zweiten, die Peter Pettigrew betraf, war Professor Trelawneys spätere Vision nicht allzu bemerkenswert oder zumindest nicht ernsthaft relevant. Aber sie waren wenigstens genau.
Im Unterricht war sie besonders einfühlsam, wenn es um den jungen Neville Longbottom ging. Immer wieder konnte sie richtig vorhersagen, was der Gryffindor-Junge als nächstes tun würde. Wie zum Beispiel eine Tasse zerbrechen oder auch zu spät zum Unterricht zu kommen. Vielleicht war es nur gesunder Menschenverstand, wenn man bedenkt, wie ungeschickt Neville eigentlich war. Vielleicht war es aber auch ein Beweis für ihre Wahrsagekräfte. Aber Professor Trelawney beschränkte ihre Vorhersagen nicht nur auf einfache Beobachtungen wie die Tasse zerbrechen. Sie war auch in der Lage, das Liebesleben ihrer Schüler vorherzusagen. Als sie einmal in die Zukunft eines jungen Gryffindor-Mädchens namens Parvati Patil sah, warnte sie die Schülerin vor einem Mann mit roten Haaren. Patil wartete und wartete, und als aus den Tagen Wochen wurden, aus den Wochen Monate, muss Patil gedacht haben, es handle sich um ein weiteres, durchgedrehtes Gerede von Trelawney, für das sie bekannt geworden war. Aber nach ein paar Jahren ging Ron Weasley mit Patils bester Freundin aus, was zu einem Streit zwischen den beiden führte. An diejenige, die Professor Trelawneys Gabe der Wahrsagerei in Misskredit bringen, mag diese Vorhersage ziemlich bizarr erscheinen, denn wenn Parvati Patil ihr ganzes Leben lang darauf gewartet hat, dass ein rothaariger Mann etwas Unangenehmes tut, dann hätte sie sicherlich etwas erlebt, das Trelawneys Prophezeiung rechtfertigt. Diese Art von Kritik, dass Trelawneys Visionen so weitreichend waren, dass sie zwangsläufig richtig waren, ist schwer zu widerlegen. Aber wir müssen einfach auf ihre zwei stärksten Prophezeiungen zurückblicken und wir können sehen, dass Trelawney sicherlich eine Gabe besaß, die Zukunft zu sehen. Zu verschiedenen anderen Zeiten ereignen sich in Hogwarts Ereignisse, die Trelawneys Behauptung, sie könne in die Zukunft sehen, immer mehr zu untermauern scheinen. Einmal erhielt dasselbe Mädchen, mit dem Ron einmal ausgehen würde, die Nachricht, dass ihr Haushase gestorben war. Trelawney sagte voraus, dass Lavender genau an diesem Tag eine schlechte Nachricht erhalten würde und der Tod ihres Haustiers schien dies wahrzumachen. Irgendwann behauptete Trelawney, dass ein Mitglied ihrer Klasse sie für immer verlassen würde. Viele der Schüler dachten, das bedeutete, dass jemand umziehen würde oder Schlimmeres, dass jemand sterben würde. Aber später im Jahr meldete sich Hermine Granger einfach von ihrem Kurs ab. Es war eine weit weniger dramatische Wendung, als Trelawney es hatte vermuten lassen, aber sie trat dennoch ein. Aber die Folgen dieser inoffiziellen Prophezeiung waren nicht immer so harmlos wie jetzt. Einmal beim Mittagessen am Weihnachtstag schaute Professor Trelawney ihre Kollegen an und erklärte, dass der erste Lehrer, der aufstehe, auch der erste sei, der sterbe. Das wurde wahr, denn Albus Dumbledore erhob sich schließlich vom Tisch und er würde sein Leben geben, um den dunklen Lord Voldemort auszutricksen. Und als die neue Schulleiterin Dolores Umbridge die Leitung von Hogwarts übernahm, machte Professor Trelawney eine weitere, zweideutige, aber düstere Vorhersage. Sie behauptete, Umbridges Zukunft sei düster, was eigentlich gar nicht so interessant war, da Trelawneys Prophezeiungsfähigkeiten bemerkenswert breit gefächert sein können, beschloss Umbridge, sie von ihrem Posten als Professorin für Wahrsagerei zu entfernen. Einige Zeit später, kurz vor Dumbledores Tod, spürte Trelawney erneut den Untergang des Schulleiters. Ihr Geist wurde von den Bildern eines hohen Turms geplagt und einem Blitzschlag. In der Nacht seines Todes wurde Dumbledore von dem Blitz eines Tötungsfluchs getroffen, der genau auf Trelawneys Vorhersage zutraf. Wenn wir auf das Leben und die Vorhersagen von Professor Trelawney zurückblicken, ist es sicherlich schwierig, sich einen Reim auf das Ganze zu machen. Genau wie ihre Kritiker könnte man versuchen, auf all die wilden Behauptungen zu verweisen, die die Wahrsagerin im Laufe der Jahre aufgestellt hat und dies als Beweis für ihre mangelnden Fähigkeiten zu verwenden. Wäre dann nicht ihre seltsame Vorahnung gewesen, als sie mit Albus Dumbledore in Hogsmeade saß, hätte sie niemand in der Zaubererwelt jemals ernst genommen. Aber auch wenn diese Prophezeiung und einige andere schließlich wahr wurden, Trelawneys eigene Vorliebe für zweideutige Visionen und scheinbar völlig falsche Vorhersagen werden immer leider ihren Ruf beflecken. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.